Moin Leute, willkommen bei Heidelbricks. Hamburger Schiedwetter, oder wah. Ja, Wetter ist heute nicht so gut, aber Laune umso besser. Ich habe einen Tag frei, wir haben heute Montag. Und ja, wenn das Wetter so schlecht ist, kann ich mich doch mit Lego beschäftigen, oder? Muss ich nicht raus in den Garten, ist doch auch was Schönes. Ja, ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit und als erstes möchte ich einmal Danke sagen. 902 Abonnenten, Wahnsinn. Das ging jetzt die Tage nochmal richtig rasant. Vielen lieben Dank. Lasst gerne weiter ein Abo da. Der Weg zu den 1000 ist nicht mehr weit. Freut mich sehr. Und ja, da möchte ich mich auch nochmal bei meinen Kanalmitgliedern, wie sieht das denn hier aus, bei meinen Kanalmitgliedern bedanken. Und zwar haben wir da den Markus. Wir haben Thorsten, Brickbuild Yoda, Julian natürlich, Multiverse of Brickness, mein Bro. Dann haben wir Daniel von Nordsee Bricks, den New Bricks, Steinebär. Auch ein sehr cooler Kontakt. Den Momega Max und neu im Team, und das passt das hier ganz gut, Timo von Steineweltall. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich verlinke euch die Kanäle, die auch YouTube machen. Und ja, vielen lieben Dank, Leute. Was machen wir heute? Ich muss da ein paar Bestellungen packen und wollte euch hier einen kleinen Haul kurz zeigen. Ich war gerade bei uns hier im Famila. Die haben auch immer ein bisschen Lego da. Und wollte gucken, ob sie die neue Dungeons & Dragons Serie da haben. Hatten sie leider nicht. Weiß ich nicht warum, sonst hatten sie immer die neuen. Ja, aber da lagen noch ein paar Space-Figuren rum. Und in der einen ist hier der, wo ist er? Der da? Mit dem UFO, da habe ich noch was mit vor. Und eine Space-Nanny habe ich nochmal gefunden. Ja, vielleicht braucht jemand auch mal ein Baby, ne? Space-Baby. Genau, und dann hatte ich bei letzte Woche schon, oder war es sogar vorletzte Woche? Nee, ich glaube letzte Woche gab es ja die Aktion bei Smith Toys. Kauf hier für 50, kriegst du 10 Rabatt. Da habe ich dreimal zugeschlagen und habe mir hier einmal den Sys Infiltrator geholt. Der war dann ausverkauft, sonst hätte ich den natürlich eigentlich gerne öfter genommen. Und ja, dann zweimal Salakpit. Das kommt aber erstmal unter den Schrank, unter den Tisch, glaube ich. Da werde ich mir erstmal ein paar besorgen, und bevor ich die auspart. Beziehungsweise vielleicht parte ich die Minifiguren schon aus und die Sets erst, wenn ich dann ein paar mehr habe, damit es sich einfach ein bisschen besser lohnt. Ja, dann würde ich sagen, packe ich jetzt mal die Bestellung. Die seht ihr dann natürlich im Vlog. Und ab dafür. Ja, Leute, ich bin jetzt unten, ihr erkennt die Decke. Frauchen hat da jetzt ein wichtiges Telefonat, was ein bisschen länger geht, kleine Telco. Ja, dann muss ich das Feld räumen da oben, kann ich nicht weiterpacken. Aber ich bin schon weit gekommen, aber ist ja nur nicht so, als wenn wir nicht genug zu tun hätten. Tatsächlich werde ich, glaube ich, das hier gleich erstmal machen. Ha, ich glaube, das ist besser. Das kennt ihr ja auch schon. Das ist nämlich noch dieser andere gewaschene Kram. Von dem letzten Konvolut, dass ich das sortiere, eine Datei draus erstelle. Und dann habe ich hier noch einen kleinen Peak, kann ich euch noch geben. Oh, das muss schon reichen. Na gut, einen noch. Moment. Weil der ist sowieso nicht komplett. Den kann ich euch schon mal zeigen hier. Da wird demnächst auf jeden Fall nochmal ein Video kommen. Ich habe noch ein Minifiguren-Konvolut gekauft, wo ein paar Star Wars-Leckereien dabei sind. Ja, genau. Also, ich will den Tag heute nutzen, den freien. Ich werde hier jetzt ein bisschen sortieren und hier haben wir auch schon angefangen. Da kann ich auch noch mal ein paar Sachen sortieren und schon mal Listen erstellen, damit ich das demnächst mal alles hochladen kann. Also Leute, so kann das hier nicht weitergehen. Ich habe jetzt hier in meinen Dateien mal gewühlt und habe die tatsächlich zum Teil schon erstellt, die Dateien von diesem Kram. Den habt ihr ja auch schon, wie gesagt, viel, viel öfter schon gesehen. Das ist ja schon lange, lange liegt das hier mit den ganzen Dino-Dings und hier auch mit dem, mit dem Troll und sowas. Ich habe das ja jetzt erst alles gewaschen. Und habe jetzt gemerkt, dass das Quatsch ist. Das kostet mich alles viel zu viel Zeit und ist viel zu ineffektiv. Ich werde mir da was überlegen und das demnächst mal anders machen. Vor allen Dingen habe ich jetzt Steine, die ich schon rausgesucht hatte und eine Datei erstellt habe, mit Steinen gemischt, die ich aus dem gleichen Konvolut hatte, aber später rausgesucht habe und da noch mit reingeworfen habe. Das heißt, jetzt ist alles völlig durcheinander. Das macht keinen Sinn. Also, ich werde mir was überlegen und dann werde ich das demnächst auf jeden Fall ein bisschen anders machen. Hier arbeite ich mich jetzt durch, es ist jetzt ja nicht so krass viel, aber ja. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Masse und dann erst sortieren. Genau, dazu dann irgendwie gleich nochmal mehr. Ich mache erstmal weiter. Ah, hier beim Durchgehen so im Konvolut, ne? Ups. Habe ich hier diese Flagge mir mal angeguckt, die es in einem Set gab, die gebraucht so bei 17 Euro liegt. Das wäre ja cool, wenn man so eine hätte. Habe ich auch. Aber leider abgebrochen. Schade, Leute. Schade, schade. Ja, das kriegt man natürlich auch nicht mehr hin. Seltenes Stück, aber leider kaputt. Und damit nichts wert. Achso, und hier habe ich noch eine gefunden.
Die kriege ich nicht eingescannt. Weiß ich gar nicht, ob das. Vielleicht ist das irgendwie so ein. So, es schimmert auch so. Seht ihr das? Ist nicht so richtiger Aufkleber, als wenn es so ein. Wie so ein Tattoo ist irgendwie. Naja, finde ich ganz cool. Stelle ich oben bei mir hin. So, ich gehe jetzt erstmal wieder nach oben. Da ist mir jetzt noch was zu packen und den Kram lasse ich jetzt erstmal hier liegen. Aber Leute, guck mal hier, ne? Diese kleine Tüte sind dann einfach auch mal wieder 83 Euro Waren wert. Da sind auf jeden Fall schicke Teile dabei. Die Fliese war tatsächlich die von der aus der Minifiguren-Serie von der Krankenschwester. 8,40 Euro. Die habe ich auch schon verkauft. Ja, hier so ein Chromteil, ne? Dann hier aus der Blacktron-Serie, glaube ich. Auch 3 Euro. Gut, Kanonen, das kennen wir ja hier. Eine Fliese von Mtron 2,40. Die Flagge von den Wolfpack. Hier, Gummibänder wieder. Waren auch noch ein paar dabei. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da habe ich jetzt tatsächlich hier hinten welche. Die waren zwar an den Raumschiffen dran, das muss ich nochmal checken, aber die kommen mir ein bisschen komisch vor, als wenn das Nachgemachte sind. Die anderen waren besser zu erkennen hier. Aber auch da gibt es keine richtige Farbkodierung, weil es gibt die hier zum Beispiel auch noch in Schwarz und Weiß und in Gelb und die 3x3 gibt es aber auch in Weiß, zum Beispiel auch in Schwarz. Da ist es dann manchmal ein bisschen schwierig, das auseinanderzuhalten. Hier, die gibt es auch in Gelb. Aber das habe ich jetzt so für die hinbekommen. Ja, hier haben wir noch ein schönes Emtron, bedrucktes Teil in Light Gray, liegt auch bei 1,80. Jo, schöne, viele tolle Sachen auf jeden Fall dabei. Und da werde ich jetzt mal zusehen, dass ich das demnächst auch dann mal hochgeladen bekomme. Und wie gesagt, ich überlege gerade, ich habe mich schon den ersten Plan, wie ich hier das alles ein bisschen ändern kann. Wollen wir einen kleinen Teaser riskieren? Ich guck mal. Ich bin jetzt hier bei uns im Haus Wirtschaftsraum. Hier stehen auch so Techniksachen wie PV-Speicher und so ganz Kram. Und ja, hier fahre ich auch immer noch so ein bisschen die Lego-Kisten auf. Und der Plan ist nämlich jetzt, dass ich hier oben an der Wand, ne, da ist die Decke, hier über der Tür ist auf jeden Fall noch ein bisschen Platz, dass ich mir hier Regale lang baue, bis da drüben. Ne, da ist dann noch so ein anderes Regal, müssen wir gucken, dass man das noch aufbekommt. Und werde dann da oben drauf die ganzen Boxen lagern. Von, ja, diese kleinen IKEA-Boxen, die ich habe. Wo ich das gebrauchte Lego erstmal vorsortiere, bis diese Boxen voll sind und werde sie dann erst weiterverarbeiten, um einfach mehr Effektivität da reinzubekommen. Ja, das ist jetzt so die Idee, die wir hatten, dass ich quasi so einen kleinen Gebrauchtbereich habe, wo ich meinen Kram sortieren kann. Ja, mal gucken, wie das hinhaut und wie das nachher aussieht und wie es überhaupt alles klappt. Den Rest zeige ich euch immer nicht, weil hier ist wirklich Chaos. Genau. Und dann schauen wir mal, ob das hinhaut. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Und jetzt aber erstmal wieder zurück zum Tisch. Pakete sind für heute erstmal fertig gepackt. Ich werde jetzt gleich die Mädels abholen. Vorher bringe ich das natürlich noch weg. Und dann, Leute, machen wir, glaube ich, einfach mal kurz ein Face Reveal. Warum nicht? Alles klar, Leute. Dann wollen wir mal. Da ist er. Moin Leute, willkommen Heidebricks auf Quietschstuhl. Ja, gut, was soll's. Jo, hier bin ich. Grüße euch. Warum mache ich das heute ausgerechnet? Ich weiß es selber nicht so ganz genau. Ich hatte es eigentlich schon länger vor. Ich wollte es eigentlich vor dem Legoland machen, weil ich mir dachte, hey, dann können wir im Legoland ein bisschen cooler, entspannter filmen. Dann sieht man mich auch mal. Schiedigol. An sich habe ich da auch überhaupt gar kein Problem mit. Ich merke nur, dass es ein bisschen unkomfortabler vor der Kamera ist als hinter der Kamera. Aber das ist sicher ein Gewohnheitsding und das wird sich legen. Genau, tatsächlich habe ich auch ein paar Ideen, die einfacher und netter umzusetzen sind, glaube ich, wenn man sich einfach selber zeigt. Dazu dann aber später nochmal mehr. Ja, das Video ist ein bisschen merkwürdig. Ich bin heute Morgen aufgestanden und dachte mir so, ja gut, ich habe die Bestellung, die ich packen will. Ich sage, filme ich einfach mal ein bisschen was mit, habe ich noch ein bisschen Content, was ich heute hier so mache. Naja, dann war ich unten mit dem Gebrauch-Lego zugange und hatte schon vor ein paar Tagen mit Frauchen gesprochen, auch mit Denkanstößen von Josh. Grüße gehen raus, mein Lieber. Dass ich das mit dem Gebraucht-Lego irgendwie ein bisschen ändern muss. So, ich merke selber, dass da viel Potenzial drin steckt und nutze dieses Potenzial aber nicht ausreichend gut und effektiv genug. Und das will ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen angehen. Deshalb wollen wir uns unten so eine Art Sortierstation bauen, die an der Decke hängt, weil wir halt hier oben habe ich überhaupt gar keinen Platz. Und ihr wisst auch so, unten sind ja noch die Kinderzimmer, Schlafzimmer, da ist, gehört kein Lego rein. Gut, da steht Baradur und Hochteil, aber das ist ein anderes Thema. Aber kein Gebrauchs. Und ich will es auch nicht im Wohnzimmer stehen haben. Deshalb jetzt diese Idee. Und dann dachte ich mir so, hey, wenn wir jetzt schon anfangen, ein bisschen umzukrempeln
oder neue Ideen zu entwickeln, dann setzt du dich jetzt auch einfach mal vor die Kamera. Mittwochs Livestream bei Timo, auch da finde ich es viel schöner, wenn man die Leute sieht, irgendwie, wenn ich selber Livestreams gucke, finde ich es auch irgendwie angenehmer. Meine Idee ist so, dass ich das da oben so ein bisschen einrichte, ein bisschen höher als jetzt, dass man mich hier so sieht und dann kann ich auch theoretisch bauen oder ich kann einfach nur quatschen oder ich kann auch ein bisschen arbeiten, kann ein bisschen Leo hochladen, ich kann Listen erstellen, ein bisschen was sortieren, das ist alles machbar dann. Ohne, dass ich aufpassen muss, dass ich jetzt in die Kamera gehe oder nicht und sowas, ne? Genau, das dazu und ja, vielleicht mache ich auch mal so einen Livestream, wo ich Orders packe oder einfach so einen Livestream, wo ich irgendwas ausparte, kann ja auch sein, dass man dann anfängt zu sabbeln und im Chat ein bisschen interagiert, wo ich tatsächlich nicht so meine Stärke sehe, aber vielleicht klappt das ja, vielleicht probieren wir das einfach mal, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, so ein Livestream nur mit mir, ha? Ganz intim hier. Ja. Ihr merkt, das ist noch nicht so ganz mein Ding, ne? Aber das wird schon auf jeden Fall. Gut, Leute. Ich glaube, damit habe ich alles gesagt, was ich erstmal sagen wollte. Mal schauen, wo das jetzt hingeht, ob ich das jetzt so öfter mache. Zum Abschluss kann ich tatsächlich nochmal sagen, ich habe nochmal ein paar Figuren geholt heute. Und zwar habe ich noch einen Karton gefunden. Und da waren tatsächlich noch alle drei von den Paladin drin. Ja, davon werde ich wohl, glaube ich, noch zwei hochladen und einen erstmal weglegen. Jo, das würde ich sagen, wäre es dann zum Abschluss. Und dann kann ich jetzt mal nicht sagen, Leute, guckt hier noch eins von meinen anderen Videos. Und was ich überhaupt gar nicht mag, aber es jetzt trotzdem macht, hier in der Mitte, da ist der Abo-Button. Da könnt ihr nochmal ein Abo dalassen. Da haben wir das auch erledigt. Leute, nehmt das nicht alles so ernst. Und habt auf jeden Fall noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns. Ciao, ciao.